Heute tanke ich kein Benzin, sondern Wasserstoff. Und das hier in Spandau an einer der wenigen Zapfsäulen für Brennstoffzellenfahrzeuge. Die GASAG als verantwortungsbewusster Energiedienstleister testet innovative Technologien wie Brennstoffzellen, denn darin liegt die Zukunft. Was die GASAG alles unternimmt im Bereich der erneuerbaren Energien, um den CO2-Ausstoß zu mindern, das werde ich Ihnen heute vorstellen. An der GASAG-Zentrale treffe ich Dr. Henning Borchers aus der Vertriebsleitung. Er soll uns das Prinzip des sogenannten GASAG-Klimakraftwerks erläutern. Mit dieser Form der dezentralen Energieversorgung können schädliche CO2-Emissionen eingespart werden. Naja, im Gegensatz zu einer klassischen Heizung, die eben nur Wärme erzeugt, ist hier noch ein weiteres Modul angedockt, wo halt dann auch Strom erzeugt wird. Und damit haben Sie natürlich den großen Vorteil, dass Sie viel mehr vom Gas, also viel mehr von den fossilen Brennstoffen ausnutzen und so die Wirkung deutlich steigern, was im Gegensatz natürlich auch dazu führt, dass CO2 eingespart wird. Strom und Wärme im Verbund produziert, schafft Ausnutzungsgrade von weit über 90%. Die Zielgruppe für diese Klimakraftwerke sind typische Berliner Bauten mit 40 und mehr Wohneinheiten. Da kann man so eine Anlage in den Keller stellen und da lohnt sich das, sowohl für die Mieter wie auch für den Vermieter. Ich glaube, wir haben in Berlin bestimmt 10.000 Immobilien, wo sich der Einsatz lohnen würde. Und diese Technologie müssen wir unbedingt ausrollen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Jetzt sehen wir hier dieses Klimakraftwerk. Hier natürlich für die GASAG, für dieses riesengroße Haus. Das ist ein Mini-Klimakraftwerk, es geht aber noch kleiner. Ja, es gibt also auch Lösungen für Ein- und Zweifamilienhäuser, also den klassischen Bungalow mit 150 Quadratmetern Wohnfläche. Das nennt man jetzt Mikro-KWK. Da gibt es neue Geräte, die jetzt auch alle dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, die eine Marktreife erreicht haben. Und da können Sie auch Ihren eigenen persönlichen Beitrag leisten zur CO2-Senkung. Also die Kunden sind zufrieden. Sie produzieren Strom und Wärme, sie sparen dabei Geld. Und ich glaube, auch eine wichtige Antriebsfeder ist dieses Gefühl der Unabhängigkeit, dass man sich also selber unabhängig machen kann von den großen Stromkonzernen und einfach seinen eigenen Beitrag zur CO2-Einsparung leistet. Sie haben sich also hohe Ziele gesteckt, Klimaschutzziele, wie sehen die denn aus? Naja, zunächst erstmal auf dem politischen Raum gibt es das Ziel, 40% CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 einzusparen. In Berlin sind wir schon ein großes Stück des Weges gegangen. Dennoch fehlen uns bis 2020 nochmal 20%. Die GASAG als Unternehmen hat sich verpflichtet, dazu beizutragen, 1 Million Tonnen CO2 einzusparen. Und mit diesem Stadtvertrag, so nennen wir das, das ist die Vereinbarung zwischen der GASAG und dem Land Berlin, da fühlen wir uns gebunden, dass wir eben aktiv mitwirken, diese Klimaschutzziele des Senats einzuhalten. Dr. Borchers, ich bin mit einem Wasserstofffahrzeug vorgefahren. Es gibt auch Elektrofahrzeuge. Auch da ist die GASAG aktiv. Wie denn ganz genau? Ja, wir haben diverse Pilotprojekte, wo wir diese Technologie erforschen. Wir machen gemeinsam mit unseren Kunden Carsharing-Modelle mit großen Wohnungsbaugesellschaften und warten mal, wie dort die Akzeptanz der Mieter ist. Bei dem Projekt können die Mieter im Rahmen dieses Carsharing-Modells Elektrofahrzeuge nutzen und mit dem im eigenen Keller erzeugten Strom der KWK-Anlage wieder aufladen. So kann der Strom nicht nur zu Hause, sondern auch mobil genutzt werden. Hier in Rathenow hat die GASAG-Tochter EMB 2009 ihre erste Bio-Erdgasanlage in Betrieb genommen. Im November eröffnet die GASAG eine zweite Anlage in Schwedt. Doch was ist Bio-Erdgas eigentlich? Und das soll uns Stefan Obermeier erklären, ist der technische Geschäftsführer der Bio-Erdgasanlage in Rathenow. Herr Obermeier, wo liegt denn nur der Unterschied zwischen Erdgas und Bio-Erdgas? Eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen Erdgas und Bio-Erdgas, weil von den physikalischen und brenntechnischen Eigenschaften Erdgas und Bio-Erdgas vergleichbar sind. Ansonsten würde Bio-Erdgas auch nicht ins Netz der öffentlichen Gasversorgung eingespeist werden dürfen. Wie ist es mit der Produktion? Die Produktion läuft wie in einer klassischen Biogasanlage ab, wie es 5.000 momentan bereits in Deutschland gibt, aber nur 50 Bio-Erdgasanlagen momentan in Deutschland. Das heißt, man erzeugt erst ganz klassisch Biogas und bereitet dieses dann auf Erdgasqualität auf, indem man das im Biogas befindliche CO2, also Kohlenstoffdioxid, abscheidet und damit zu einer Methananreicherung führt auf mindestens 96% und damit für eine vergleichbare Erdgasqualität erreicht hat.
Bioerdgas findet ja auf vielen Bereichen Einsatz als Kraftstoff und es gibt noch andere Gebiete. Vielleicht können wir die mal näher beleuchten und wie sind denn da die Vorteile für den Kunden? Also der wesentlichste Einsatzbereich ist einfach über das Erneuerbare Energiengesetz der Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung, wo der Kunde, wenn er es dort einsetzt, halt über einen 20-jährigen Zeitraum eine fixe Vergütung für den erzeugten Strom erhält und gleichzeitig ja die Wärme dann zu einem relativ günstigen Preis erzeugen kann. Der weitere Bereich ist, dass man es letztendlich auch in Haushaltsgeräten einsetzen kann, wie so normal in dem Gasbrennwertgerät und damit etwas für den Klimaschutz, etwas zum Klimaschutz beitragen kann, dadurch, dass Bioerdgas nahezu CO2-neutral verbrennt. Wie einfach ist denn der Wechsel von Erdgas zu Bioerdgas und wo kann sich der Kunde letztendlich informieren? Dadurch, dass Erdgas und Bioerdgas, wie schon erwähnt, von den physikalischen und Brenneigenschaften vergleichbar sind, brauchen Sie an den Geräten selber nichts tun. Und wenn Sie Bioerdgas einsetzen wollen, können Sie sich an den Kundenberater in dem jeweiligen Kundenzentrum der GASAG wenden, beziehungsweise die Industrie- und Sonderkunden an Ihren zuständigen Key-Account-Manager, der Sie speziell zum Einsatz von Bioerdgas dann berät. Also ein Thema für die Zukunft, Bioerdgas? Auf alle Fälle. Ich sage mal so, die Bundesregierung setzt ja im Bereich der Energieversorgung ganz stark auf das Thema erneuerbare Energien. Und der Vorteil von Bioerdgas in Kombination mit Kraft-Wärme-Kopplung liegt in der guten Regelbarkeit, der Speicherbarkeit und der Grundlastfähigkeit. Wie groß wird denn der Bioerdgasanteil sein am Gesamterdgasverbrauch? Gemäß dem im Jahre 2007 durch die Bundesregierung auf dem Schloss Meseberg verabschiedeten integrierten Energie- und Klimaprogramm für Deutschland soll der Bioerdgasanteil im Jahre 2030 10%, gleich 10 Milliarden Kubikmeter per anno betragen. Mit Bioerdgas trägt also die GASAG mehr zur Klimafreundlichkeit bei und auch die Sonne spielt eine große Rolle. In Mariendorf arbeitet seit kurzem die größte Photovoltaikanlage Berlins. Sonnenenergie wird hier mittels Solarzellen in elektrische Energie umgewandelt. Arndt von Moers ist der Projektleiter der Solarstromanlage bei der GASAG. Berlins größte Photovoltaikanlage, wie groß ist sie denn letztendlich? Wie viele Fußballfelder? Also die Grundfläche, auf der wir stehen, sind ungefähr 50.000 Quadratmeter. Das heißt, es sind etwa 7 Fußballfelder. Die reine Modulfläche sind rund 12.700 Quadratmeter und das macht etwa 2 Fußballfelder aus, wenn Sie es so wissen wollen. Welche Leistung erzeugt denn die größte Photovoltaikanlage Berlins? Diese Anlage, die wir hier haben, die hat eine Leistung von rund 1,9 MW, also 1.900 Kilowatt Peak in unter sonnigsten Bedingungen sozusagen. Wie das funktioniert, ist, dass dieses solaraktive oder photoaktive Material, nämlich die Siliziumzellen, einen Stromfluss erzeugen, wenn dort Lichtphotonen auffallen. Und dann werden die Module in Reihe geschaltet und der Strom wird sozusagen gesammelt und am Ende zum Einspeisepunkt geführt. Wir haben heute wunderbares Wetter. Sonnig ist es. Ideal für Ihre Anlage? Ja, einwandfrei. Allerdings ist es ein bisschen diesig. Das heißt, die Streustrahlung ist dann sehr groß und dann manchmal ist es sogar mehr, als wenn die Sonne direkt drauf ballert. Ich denke, wir haben so 95% der Leistung im Moment. Herr von Moers, was ist denn der ganz große Nutzen von Solarenergie? Ganz speziell im Hinblick auf Umweltschutz. Na, der wesentliche Aspekt hier ist, dass wir keine Brennstoffe verbrauchen. Wir machen natürlich Strom hier ohne Brennstoffeinsatz. Und dieser Strom hat im Wesentlichen für uns die Wirkung, oder das ist auch unser Ziel, Klimaemissionen, also CO2-Äquivalente, zu vermeiden. Und das schafft die Anlage hier, wenn sie so läuft, wie sie geplant ist, und das sehen wir im Moment so, dass sie ungefähr eine CO2-Bindung wie ein Wald mit 140.000 Bäumen schafft. Also die gleiche CO2-Reduktionsmenge, die ein Wald in einem Jahr schafft, schaffen wir hier durch die Stromerzeugung. Wie wichtig ist diese Anlage für die GASAG, für die neue Energie? Die GASAG ist ja auf dem Weg in die Energiewende. Sie macht sich klar zur Energiewende. Das heißt, an vielen Stellen haben wir Aktivitäten, wo wir die Produkte, die wir erzeugen, also energetische Produkte, Energieträger, auf erneuerbare Quellen basieren lassen wollen. Wir haben eben diese Solaranlage jetzt. Wir haben auch sehr viel Förderung für Solarwärmeanlagen, also solarthermische Anlagen. Außerdem das Engagement im Biogas mit 2 Biogasanlagen vor der Stadt und weitere werden geplant. Und wir sind auch für die erneuerbare Wärme engagiert, nämlich mit dem Projekt Geothermie in Tempelhof, wo wir erkunden, ob wir nicht der Erde Wärme zum Heizen für die Berliner entnehmen können. Das heißt, unser Weg in die erneuerbare Erzeugung von Energieträgern ist eigentlich beschrieben und findet hier auf der Sonnenseite ihren Anfang. Und mit einem Grünen, Sie haben auch fleißige Helfer. Schafe haben wir auch schon gesehen.
Ja, die Schafe erfüllen für uns hier die Landschaftspflege, damit wir nicht mit dem Motor mehr zwischen den Modulen hin und her fahren müssen. Die wachsen uns ja sonst zu über die Jahre. Das sind eine Herde von 30 Schafen, die nach und nach immer über das ganze Jahr das Gras kurz halten, damit die Sonne ungehindert diese Module erreicht. Was ist das denn für Sie ganz persönlich, so ein gutes Gefühl, so an so einer umweltfreundlichen Energiegewinnung daran beteiligt zu sein? Absolut. Also ich bin sehr gerne hier. Ich bin auch völlig glücklich, dass die GASAG diesen Weg gemacht hat und sich mit 5 Millionen Euro in dieses Solarabenteuer gestürzt hat hier auf dem alten Energiestandort Mariendorf. Das macht mich sehr froh. Und ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Als Energieversorger trägt die GASAG eine besondere Verantwortung im Klima- und Umweltschutz. Und sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Einsparung. Die GASAG engagiert sich im Bereich innovative Produkte und macht sie marktfähig. Und zwar auch, um die Lebensqualität und die Luft in unserer Stadt stetig zu verbessern. GASAG, die Berliner Energie.